Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um Medusa und die Geschichte von Perseus. Medusa ist die Tochter der Meeresgottheiten Porkys und Keto und gehört somit zu einem der drei Gorgonen. Die drei Gorgonen sind Steno, Euryale und Medusa. Sie sind alle drei Geschwister. Medusa ist jedoch die einzige der drei, die eine sterbliche Natur besitzt. Sie war einst eine wunderschöne und atemberaubende Schönheit. Sie war so schön, dass der Meeresgott Poseidon sich in sie verliebt hatte. Nach einer gewissen Zeit kam es dann zu einem Zusammentreffen zwischen Poseidon und Medusa, welches jedoch von Athene beschattet wurde. Angesichts dieses romantischen Treffens geriet Athene so extrem in Wut, dass sie Medusa verfluchte, und dieser Fluch sollte wirken. Ihre Haare wurden durch Schlangen ersetzt. Ihr wuchsen gefährliche Reißzähne, die ihr aus dem Mund klafften. Ihre Haut verwandelte sich langsam in einen Schuppenpanzer. Ihre Augen fingen an zu glühen und eine lange Schlangenzunge hing ihr aus dem Mund hinaus. Um auch sicher zu gehen, dass sie bloß nie wieder Kontakt mit einem Mann machen konnte, erhielt sie die Fähigkeit, dass alle sterblichen Männer, die ihr in die Augen guckten, zu Stein erstarrten. Nun kommt der Sohn Zeus ins Spiel, Perseus. Er ist der Sohn von Danae und Zeus und gehört zu einem der bekanntesten Helden der griechischen Mythologie. Danae ist die Tochter des Königs Akrisios. Akrisios, dem König, wurde allerdings prophezeit, dass ein Sohn seiner Tochter ihm zum Verhängnis werden könnte. Also versuchte der König, sie loszuwerden. Er sperrte beide in eine Kiste ein und übergab sie dem Meer. Allerdings werden sie mit Poseidons Hilfe gerettet und strandeten auf der Insel Seripos. Dort angekommen, treffen sie auf den Bruder des Königs Polydekes. Sein Name lautet Dictys und er lässt sie bei sich wohnen. Dem König fällt natürlich auf, dass ein paar neue Leute auf seiner Insel wohnen. Er guckt sie sich an und verliebt sich in Danae. Allerdings ist ihm Perseus ein Dorn im Auge, daher er ihr ständiger Begleiter ist. Der König überlegte nun, wer er Perseus beseitigen könnte. Er verlangt nun von ihm, dass Perseus ihn in den Kopf der Medusa bringt und hofft im Insgeheimen darauf, dass Perseus wie jeder andere Mann daran scheitern wird und zu Stein erstarrt. Athene bekommt von diesen Vorhaben allerdings Wind und schließt sich Perseus an, daher sie schon lange eine Feindin Medusas ist. Sie schenkt Perseus ein glänzendes Schild. Durch dieses Schild ist Perseus nun möglich, Medusa zu betrachten, ohne ihr in die Augen zu gucken. Athene gab ihm außerdem den Rat, sich zu den Graien zu begeben, denn nur sie kannten den Aufenthaltsort der Medusa. Perseus erfährt außerdem weitere Unterstützung durch Athenes Bruder, Hermes. Er übergibt ihm eine diamantene Sichel, die er als Waffe im Kampf gegen die Medusa einsetzen sollte. Letztendlich findet er auch die Graien. Sie befinden sich im heutigen Afrika. Diese drei Graien mussten sich ein Auge und einen Zahn teilen, den sie sich bei Bedarf ausgetauscht haben. Perseus nahm nun sein Proviant und wollte es verzehren. Als die Graien es sehen, wollten sie etwas abhaben. Perseus sagte, dass sie gerne etwas abhaben konnten. Allerdings wollte er im Gegenzug ihr Auge und ihren Zahn kurz halten. Nun hatte Perseus sie in der Mangel. Er hatte ihr Auge und ihr Zahn und sagte ihnen, dass er ihnen diese Sachen erst zurückgeben wird, wenn sie ihm verraten, wo sich Medusa befindet. Graien mussten nachgeben und erzählten ihnen alles, was er wissen wollte. Außerdem schickten sie Perseus zu den Nymphen, die ihm drei wichtige Gegenstände aushändigten. Das waren einmal geflügelte Sandalen, um das Heim der Gorgonen zu erreichen, einen Sack, um das gefährliche Medusa-Haupt zu verstauen und eine Tarnkappe, um nach erfolgreichem Kampf den Schwestern der Medusa zu entkommen. Perseus machte sich auf den Weg und es hat nicht lange gedauert, bis er dort ankam, dank seiner geflügelten Schuhe. Dort angekommen, stellte er Schreckliches fest. Überall standen versteinerte Menschen. Perseus machte sich also langsam zur schlafenden Medusa. Er beobachtete sie beim Schleichen durch sein Schild und er schaffte es. Nach einer kurzen Schleichpartie konnte er Medusa mit der Sichel, die er von Hermes erhielt, enthaupten. Als Medusa von Athene verflucht wurde, war sie von Poseidon in Gestalt eines Pferdes geschwängert worden. In dem Augenblick, als sich das Haupt der Medusa von ihrem Rumpf löste, entstieg deshalb aus ihren blutenden Wunden das geflügelte Pferd Pegasus und der kriegerische Riese Chrysaor. Mit göttlicher Hilfe gelang es Perseus also am Ende,
das Medusa-Haupt in seinen Besitz bringen zu können. Allerdings endete seine Reise nicht direkt mit der Flucht, sondern führte ihn noch zum Riesen Atlas und zu Andromeda, bevor er die traute Heimat erreichen sollte. Das alles werdet ihr allerdings später erst erfahren. Und das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es das hat, würde ich mich über ein Feedback, einen Daumen hoch oder ein Abo freuen. Wie ihr vielleicht im letzten Video noch mitbekommen habt, habe ich jetzt außerdem eine Twitter-Seite, auf der ich ab und zu mal Sachen poste. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Ich bedanke mich für immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Wenn ihr euch für die Mythologie der Indianer interessiert, könnt ihr jetzt einfach auf die Mitte des Bildes klicken und ihr werdet etwas über den Puquatschi erfahren.